Hallo zusammen und willkommen. Für viele Frauen gehören lange und schöne Fingernägel einfach zu einem gepflegten Äußeren dazu. Doch für einige von ihnen bleiben sie nur ein Traum. Immer wieder werden die Nägel brüchig, reißen ein und müssen kürzer gefeilt werden. Aus diesem Grund greifen viele zu teuren Hilfsmitteln oder künstlichen Fingernägeln. Das muss jedoch nicht sein. Mit wenigen effizienten Tipps kannst auch du bereits innerhalb weniger Tage schöne und lange Nägel bekommen. Grundsätzlich wachsen Finger- und Fußnägel ständig, doch das genaue Tempo des Nagelwachstums unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Ohne Hilfsmittel wächst der Nagel jede Woche im Durchschnitt etwa 2 bis 5 mm. Somit hat er sich nach spätestens 6 Monaten wieder ganz erneuert, wobei die Nägel im Sommer deutlich schneller wachsen als im Winter. Je nachdem, ob man Rechts- oder Linkshändler ist, wachsen die Nägel an der Hand, die mehr beansprucht wird, schneller als an der anderen. Mit zunehmendem Alter allerdings verlangsamt sich das Nagelwachstum. Auch die Hormone spielen dabei eine Rolle. So wachsen die Nägel während der Schwangerschaft normalerweise besonders schnell. Was ihr selbst dafür tun könnt, um euer Nagelwachstum zu beschleunigen und wie ihr innerhalb weniger Tage schöne und lange Fingernägel bekommt, stellen wir euch heute vor. Viel Spaß! Nummer 1. Die Nagelpflege. Generell gilt: Gepflegte Nägel wachsen besonders schnell. Deshalb bildet die Nagelpflege die Basis für kräftige und lange Nägel. Besonders bei brüchigen oder dünnen Nägeln empfiehlt es sich, immer Nagellack zu verwenden. Der Nagel wird dadurch stabiler und kann somit besser wachsen. Im Idealfall sollte man zuerst eine Schicht Nagelhärte auftragen. Dieser schützt den Nagel und lässt ihn kräftig werden. Die meisten Produkte sind bereits mit speziellen Mineralstoffen und Vitaminen versehen, die den Nagel noch schneller wachsen lassen. Zusätzlich kann man farbigen Nagellack und Überlack auftragen. Die Nageloberfläche wird dadurch versiegelt und somit vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Dadurch wird der Nagel noch stabiler. Der Nagelhärter wirkt aber nur dann, wenn er sich noch auf dem Nagel befindet. Splittert er ab oder löst er sich, muss er so schnell wie möglich wieder aufgetragen werden. Wenn zudem noch eine oder mehrere Schichten Nagellack aufgetragen wurde, sollte diese am besten mit Nagellackentferner entfernt werden. Aber Achtung, dieser trocknet die Nägel erneut aus und macht sie brüchig. Deshalb solltest du das nicht allzu häufig machen. Bei sehr empfindlichen oder angeschlagenen Nägeln ist es besser, nur Nagelhärte zu verwenden und immer nachzulackieren, wenn dieser absplittert. Wenn du deine Nägel kürzt, solltest du niemals eine Nagelschere dafür verwenden. Das Schneiden der Nägel führt oft dazu, dass diese splittern. Besser eignet sich ein Nagelknipser. Grundsätzlich sollten die Nägel aber vor allem gefeilt werden, sobald sie einreißen oder absplittern. Aus diesem Grund ist es am besten, unterwegs immer eine Nagelfeile dabei zu haben. Keinesfalls dürfen die Nägel und die Nagelhaut abgekaut werden. Außerdem müssen die Hände und Nägel vor allen schädlichen Umwelteinflüssen geschützt werden. Regelmäßig aufgetragen sorgt eine cremige, dickflüssige Handlotion für ausreichend Feuchtigkeit. Diese sollte besonders nach dem Händewaschen aufgetragen werden. Beim Eincremen achte vor allem darauf, dass du Nägel und die Nagelhaut nicht vergisst. Besonders bei brüchigen Nägeln solltest du im Winter und bei Kälte immer Handschuhe tragen. Niedrige Temperaturen machen die Fingernägel nämlich empfindlich. Auch wenn du mit Chemikalien wie etwa Putzmitteln oder Haarfarbe zu tun hast, sind Handschuhe unbedingt notwendig. Empfindlich werden die Nägel außerdem, wenn sie mit kaltem Wasser in Kontakt kommen. Deshalb sollten ausgedehnte Bäder sowie intensives Geschirrspülen zunächst gemieden werden. Nummer 2. Die Ernährung. Neben einer guten Nagelpflege spielt die Ernährung eine besonders wichtige Rolle beim Nagelwachstum. Viele Nährstoffmangel machen sich nämlich an den Fingernägeln bemerkbar. Zu wenig Vitamin A, Kalzium oder Eisen lassen die Nägel wesentlich langsamer wachsen. Aus diesem Grund ist eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig. Für kräftige Nägel ist es vor allem notwendig, ausreichend Proteine zu sich zu nehmen. Doch Obacht bei der Proteinzufuhr, denn ein Überschuss führt zu Übergewicht und weiteren gesundheitlichen Risiken. Eine gesunde Mischung aus Gemüse, Obst, Vollkornmilchprodukten und magerem Protein ist am besten. Zusätzlich helfen Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin B, Vitamin C, Biotin, Folsäure oder Cobalamin. Besonders wirksam sind Präparate mit Kieselerde. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.